An Fußsohlen, Fingern und Handinnenflächen hat die Haut ein Furchenmuster. Diese Leistenhaut verbessert Haftung und Griffigkeit, wie das Profil eines Autoreifens. Alle übrigen Körperpartien sind von der Felderhaut bedeckt. Von weitem wirkt sie glatt und geschmeidig. Aus der Nähe gleicht sie einer Kraterlandschaft. Schuppig, hornig, rau. Die Haut besteht immer aus mehreren Schichten. Die oberste Schicht nennt man Epidermis oder Oberhaut. Ganz oben auf der Haut liegt eine dünne Hornschicht. Sie besteht aus toten, verhornten Hautzellen, die sich in Schuppen ablösen. Die Keimschicht darunter produziert ständig neue Hautzellen, die zur Oberfläche wandern. In 28 Tagen sind alle Zellen der Oberhaut ausgetauscht. Die toten Zellen streifen wir ab. Pro Tag verliert ein Mensch etwa 1 Milliarde Hautzellen. 80% des Hausstaubes bestehen aus solchen toten Hautzellen. Unter der Oberhaut liegt die Dermis, auch Lederhaut genannt. Sie ist die weitaus stärkste Schicht und durch Einstülpungen mit der Oberhaut verzahnt. Die Lederhaut versorgt nicht nur sich selbst, sondern auch die Oberhaut. Zahlreiche Blutgefäße liefern Nährstoffe und Sauerstoff. Bei Stößen oder Schlägen bewahrt uns bis zu einem gewissen Grad eine dritte Schicht vor Schmerzen, die Unterhaut oder Subcutis. Die Unterhaut besteht aus losem Bindegewebe und Fett. Die Fettzellen wirken wie ein Polster und schützen die darunterliegenden Körperteile. Sie ist wie die Lederhaut von Blutgefäßen durchzogen. Manche Gebilde ragen aus der Haut heraus. Zehen und Fingernägel zum Beispiel. Die Nägel des Menschen bestehen aus den gleichen Substanzen wie die Krallen von Tieren. Auch Hornschuppen werden von der Haut gebildet, ebenso wie Hörner und Stacheln. Und Haare natürlich.